Hallola Leute, willkommen zurück zu Pokémon Sonne. Oh yeah, beim letzten Mal sind wir hier in Ohana angekommen und haben schon gegen Tali gekämpft, aber den haben wir weggeklatscht, einfach so. Stimmt's, Miltank? Aber wir wollten jetzt hier noch in der Stadt umgucken, weil wir sind ja gerade erst angekommen, nicht wahr? Lange bevor diese Stadt gegründet wurde, als es hier noch nichts ergab, sollen Menschen und Tauros gemeinsam durch die Lande gezogen sein. Eine schöne Vorstellung. Das passt ja auch irgendwie hier zur Westernstadt schon fast, wie man sagen könnte. Die Musik klingt auch sehr danach. Tauros ist so geschickt, dass es mir manchmal sogar mit einem gezielten Tritt Items zuwirft, die am Boden herumliegen. Ja, wenn unser Tauros auch könnte, bräuchten wir das Bisbark nicht. Dein Pampulis wiegt also über 50 Kilo. Grundsätzlich gilt, je schwerer ein Pokémon ist, desto mehr Schaden erleidet es auch. Sieh dich insbesondere vor der Attacke Strauchler vor. Im Pokédex kannst du jederzeit nachsehen, welches Pokémon wie viel wiegt. Das ist ja nett, dankeschön. Ich habe gerade eben voll das Pokémobil gespoilert, Leute. Oh, damn. Oh, Hanna, wir entfalten uns gemeinsam mit Pokémon. So. Dort hinten liegt also die Ohana-Farm. Dann ist es bis zum Gletscherhügel noch ziemlich weit. In der Alola-Region reiten die Leute wohl schon seit langer, langer Zeit auf Tauros. Das erklärt auch, warum Pokémobile so ein fester Bestandteil des Alltags ist. Hier. Bam. Ich kann auch auf Tauros sitzen. Stimmt's, Kleiner? Sobald du Kiabes Prüfung bestanden hast, erhältst du Glurak für Pokémobil. Mit ihm durch die Lüfte zu fliegen ist ein tolles Gefühl. Ja, jetzt hat der Jogos nochmal Pokémobil gespoilert. Was ist denn hier los? Tauros, wie findest du das? Offensichtlich nicht ganz so entspannt. Mit dem Typen, da kann ich nicht reden. Mit dem Typen ist nicht zu sprechen. Im wahrsten Sinne. So. Magma, was geht bei dir? Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Magma brät alles, was man ihm vorsetzt, auf den Punkt genau. Dadurch ersetzt es zwar jeden Herd, aber wer sein Fleisch gerne ein wenig rosa mag, schaut in die Röhre. Oh. Magma, also hier von wegen, werten Sie Ihr Fleisch schön auf englische Art und so. Ich glaube, damit ist dann nicht mehr so viel. So, weil Englisch, also wenn man sagt, wie ihr möchtet ihr Fleisch, ich möchte es gerne Englisch, dann ist es fast doch roh. Also wirklich, einfach fast doch roh. Naja, nichts für mich. So, gehen wir hier rein und gucken, ob wir was zu finden ist. Aber ganz offensichtlich ist dem nicht so. Oh, ein Bett. Ein Bett. Ich werde mich einfach drauflegen. Die Bettwäsche sieht frisch gewaschen aus, aber sie ist doch etwas feucht. Nicht gut, da können Pilze entstehen in der im Bettlaken oder sonstiges. Solltet ihr vielleicht nochmal aufhängen hier, liebe Leute, die ihr hier wohnt. Hey Magma, was geht? Mag! Oh. Ein Flottball. Von irgendwoher. Keine Ahnung. Egal, wir nehmen ihn an. Was sagst du? Magma! Okay, hier stehen überall Magma rum. Das mag man nicht auch irgendwie ein Pokémon, was eine extrem hohe Körpertemperatur hat, also ich weiß ja nicht, du. Ich glaube, hier würde ich mich nicht ganz so wohl fühlen. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen Menschen in einem Stuhl. Ohana ist ein kleines Örtchen. Wir teilen uns hier die Arbeit mit den Pokémon und helfen einander gegenseitig aus, wo es geht. Und mit dem Typen da hinten quatschen wir wie immer nicht, unsere Pokémon waren geheilt, ne? Ja. Sehr schön. Wir haben immer noch kein Pikachu. Das ist einfach das Traurigste auf der Welt. Mill! Ups, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht ein zweites Mal ansprechen. Das war keine Absicht. Hallöchen, was kann ich für Sie tun? Manchmal habe ich das Gefühl, beobachtet zu werden, obwohl weit und breit niemand da ist, ob da wohl der Schutzpatron der Insel ist? Kapufala, nicht wahr? Ich habe gehört, die großen Rampen auf dem Grundstück der Ohana-Farm seien dazu da, die Beine und Hüften der Pokémon zu trainieren. Jedenfalls hat Lilly davon gesprochen, dass Kapufala der Wächter dieser Insel sei. Kapurik in Kapufala, also hier gibt es... Hier gibt es ein paar spannende Bälle. Werde ich aber mal nicht kaufen, bewusst, weil ein bisschen Geld sparen. Ne? Ich weiß, das klingt gerade von mir, der immer Tränke für 2 KP benutzt. Klingt das vielleicht ein bisschen unglaubwürdig. Aber ich hatte hier das allererste Mal bei Pokémon tatsächlich, beim Pokémon-Spielen, doch ganz leichte Geldprobleme sogar beim ersten Mal durchspielen. Was aber einfach auch daran liegt, dass hier viel gebalanced wurde. Das heißt also, Hypertränke sind sind teurer und heilen weniger. Das heißt, potenziell verbraucht man auch mehr. Oft Beleber sind teurer und so weiter und so fort. Das ganze Gedöns. Habe ich mit dem einen Typen da gesprochen? Halt, stopp. Also mit dem Mädel da habe ich gesprochen, aber mit dem auch. Also, ja. Ja, das war der. Sorry. Hey, was geht? Alle, die hier auf der Farm arbeiten, sind verrückt nach Pokémon-Kämpfen. Alle?
Arbeiten Sie auf der Farm? Ich habe gut geschlafen und gut gegessen. Fehlt nur noch ein guter Kampf. Ein guter Kampf? Da sag ich doch niemals nein. Dame, Hallöchen, da, was geht? Genau das hat sie wahrscheinlich gerade gesagt. 1:1, Leute. Rokara. Oh, in einem Luxusball auch hier. Das Pendant zu den Gentlemen. Okay, Rokara. Ich habe meine Attacken noch gar nicht sortiert. Was macht Flüger nochmal? Ich vergesse es immer, weil das so unwichtig ist. Er verfügt den Boden und macht die Erde fruchtbar. Hört den Angriff und Spezialangriff von Pflanzen-Pokémon. Ja, sage ich doch unnötig. Jedenfalls für unseren Zusammenhang jetzt so. Ich muss Pampulis Attacken sortieren. Pampuli, dein erster Kampf. Mal gucken, was du so drauf hast. Tja, Katapult, Leute. Und Zähigkeit wirkt erstmal instant, boostet die Def und schon wird Rokara im nächsten Zug deutlich weniger Schaden verursachen. So eine tolle Fähigkeit. Das Problem ist, wir werden halt mit dem Schlag jetzt nicht zum K.O. ansetzen können. Das heißt, gleich kommt wahrscheinlich eine Top-Genesung oder ein Trank generell. Eine Heilung auf jeden Fall. Gentlemen und Damen, die heilen ja immer. Weil sie so stickreich sind. Man sieht den Luxusball. Top-Genesung sogar, ja tatsächlich, ne? Ma'am, das kann ich nicht gutheißen. Irokara möchte besiegt werden. Also, keine Ahnung, ob das möchte, aber es soll besiegt werden. Denn Pampuli möchte seinen ersten Kampf gewinnen. Und dafür auch ein paar nette kleine Erfahrungspunkte abstauben. Zähigkeit wirkt, es wird einfach... Das Rokara wird einfach nie wieder Schaden verursachen, nicht mal ansatzweise. So, ich meine, die Init sinkt nicht, sehen wir die ganze Zeit schon, dank des Neutraltorsus. Den Rokara ja hat. Und das waren 2 Schaden, Leute. Aber genau deswegen, ich hab's euch ja gesagt, Leute, Pampuli bzw. die Weiterentwicklung. Großartige Playthrough-Pokémon. Weil ich könnte jetzt zum Beispiel einfach einen Trank benutzen, wenn sie mehr Pokémon hätte und sie würden einfach keinen Schaden machen ohne Crit, wenn sie physisch sind. Nur weh, mit vollem Magen sollte man nicht kämpfen. Solange du nicht mich verspeisen möchtest, ist es alles okay. Huch, hallo. Oh, ein Trainer auf Inselwanderschaft, du kommst wie gerufen. Komm mal mit, es ist gerade ein Captain hier. Aber ich wollte das Schild lesen. Nein, das Schild. Rippschild, never forget. Wie es läuft. Hallo. Na, Maho? So hieß du doch, oder? Wie geht's? Wie steht's? Kubu-Milch von der Ohana-Farm ist wirklich das Beste, so cremig und erfrischend. Und erst die helle Soße, die man daraus machen kann, unbeschreiblich gut. Die Milka-Tank gehen auch richtig ab. Da wir uns über den Weg gelaufen sind, habe ich ein kleines Geschenk für dich. Bismarck hat ohne Pokémon so. Ja, ich hab's schon vor 5 Minuten oder so gesagt. Jetzt haben wir Bismarck. Mit dem Bismarck-Detektor kannst du Items aufspüren, die unter der Erde vergraben sind. Dieser Slogan von Pokémobil sagt alles aus. Hältst du den B-Knopf gedrückt, wirst du mit Items beglückt. Spring auf und probier's selbst. Hier dagegen gibt es einiges vergraben. Am Plätscheugel hinter Route 5 findest du eine gute Freundin Tracy. Grüß sie von mir. Okay, okay. Gut, der Bismarck-Detektor, Leute. Ja, genau das meinte ich eben, wenn unser Tauros auch einfach Items zukriegen könnte, bräuchten wir nicht. Und ich muss euch sagen, also hier, wir haben hier die Chance, auf Bismarck rumzulaufen, was erstmal extrem cool ist, weil es auch ziemlich groß ist. Und das ist ja unser Detektorersatz, wie wir hier schon sehen. Aber eins sage ich euch, Leute. Der Detektor ist zwar vom Style-Faktor her mit Abstand der coolste, den es jemals gab. Aber ich muss tatsächlich erwähnen, ich benutze ihn kaum. In meinem privaten Spiel habe ich ihn wenig benutzt und ich denke, auch hier werde ich ihn nicht so viel benutzen, einfach weil er ist verhältnismäßig langsam, wie man ja hier sieht. Ich muss halt auch sehr genau in die Richtung gucken. Ich meine, wir gucken uns jetzt hier mal genau um und zwischendurch werde ich ihn sicherlich mal auspacken. Aber ja, nicht die meiste Zeit. Einmal, weil er mir ein bisschen zu langsam ist. Aber das System weiter ist trotzdem sehr cool. Auf einem Bismarck reiten, Leute, und schnüffeln. Besser inszeniert war der Detektor nie. Stimmt's, Wuffels? Wuff! Das Wuffels, das ich per Tausch erhalten habe, will einfach nicht auf mich hören. Hätte ich doch nur mehr Stempel auf meine Inselwanderschaft gesammelt. Ja, hättest du es besser mal gemacht. Mit Hilfe von Bismarcks Spürnase kannst du Items entdecken, die unter der Erdoberfläche vergraben sind. Mimmel! Mimmel! Okay, das Mülltank ist ein bisschen... Agro. Tau, 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 tau. Ups, tau, 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 tau. Tau, tau, tau. Die Pokébohnen, die man im Café-Bereich des Pokémon-Centers bekommt, stammen ursprünglich aus einem Pokémon-Resort.
Ja, ja, das Pokémon-Resort. Bald, Leute. Tropic weckt mich jeden Morgen zur selben Uhrzeit, aber nicht etwa, weil seine innere Uhr besonders präzise wäre. Es orientiert sich am Wecker der Nachbarn. Würde der nicht klingen, verschlief es selbst. Sehr sympathisches Pokémon. Nee. Ciao. Da wollen wir die zweimal nicht stören, wenn da schon Noten sind. Was mit dir? Einsames Tauros, hm? Tauros! Das Tauros, da ärgerst du besser nicht. Von dem fängst du dir sonst ganz schnell einen Tritt ein. Instant Rip. Tauros hat ja ohnehin schon temperamentvolle Pokémon, aber dieses Exemplar hier ist ganz besonders ungestüm. Andererseits ist es auch kein Wunder, denn es ist hier nicht ganz, ist doch ganz neu in der Farm. Eigentlich würde ich es gerne über Pokémon benutzen, aber ich kann es ja schlecht abrichten, wenn es bei jeder Kleinigkeit so ausflippt. Ja, sei froh, dass Tauros sich die Persönlichkeit von Razzaf hat. Dann wäre einfach alles vorbei hier. Nie wieder eine Farm. Ich schätze, das ist ein Fall für die Herren des Hauses. Oder besser gesagt, die Herren der Farm. Sie hat ein Händchen für sowas. Die Herren der Farm? Ich rede von der Herren der Ohana Farm hier. Da kriegt jedes noch so... Achso, sie sagt das die ganze Zeit. Ups, Störrisch schippt Tauros in den Griff. Aber du kannst natürlich schon recht. Es wird Zeit, die schweren Geschütze aufzufahren. Wir brauchen jetzt die Herren der Farm. Ja, die wird schon das für uns richten. Dann hol sie doch mal. Da haben wir sie schon, die Herren der Farben, Miltank. Sehr schön. Miltank! Wenn Miltank hier sich erstmal Gehör verschafft, dann kutscht noch so jedes widerspenstige Tauros ganz schnell und ist auf einmal handsam wie ein Voltilam. Warum sind eigentlich keine Voltilam hier auf der Farm? Stimmt. Miltank! Miltank! Ross! Tauros! Da hört ihr es. Mit so einem störrischen Tauros ist überhaupt nicht zu spaßen. Sieht so aus, bekäme da selbst die Herren der Farben so ihre Probleme. Wenn man es dazu kriegen könnte, erstmal ein wenig überschüssige Energie verbrauchen. Hey, was sagst du? Würdest du mal eben einen Kampf gegen Tauros beschreiten? Easy, sicher doch! Dann gib alles. Halbherzig wirst du diesen Kampf nicht gewinnen können. Ich bin nicht geheilt, oder? Mein Papuli ist auch geschwächt. Vielleicht sollte ich da nicht mit Papuli draußen sein. Und ich habe die Attacken von Papuli noch nicht sortiert, fällt mir gerade auf. Das wird einfach... Das wird mich einfach fertig machen am Ende. So, Pampuli. Tauros kann doch mit höherer Wahrscheinlichkeit nur physische Attacken. Wir können das Ganze ja mal austesten. Ich benutze mal einen Trank, weil ich mir vorstellen könnte, dass das Tauros extrem Damage drückt. So, dann greif mal an. Ja, okay. Das ist jetzt nicht unbedingt das, womit ich gerechnet habe. Meine Init sind stark. Meine Init sind stark. Dann kann ich aber deine Init nicht stark senken, aber immerhin senken. Aber gut, wenn er meine Init auf minus 6 bringt, so wie es gerade aussieht, das ist schon minus 4. Dann wird das nicht sonderlich viel bringen, wenn ich seine Init senke. Und das macht mehr Schaden als gedacht. Also Pampulis Angriff nicht zu unterschätzen, Leute. Nicht zu unterschätzen. Raserei. So. Guck mal, Raserei wird natürlich auch mal stärker. Aber da die Zähigkeit von Pampuli wirkt. Haha, steigt meine Defense. Kann man nochmal mit Dampfwalze angreifen. Also boah, schockschwere Not. Ich dachte schon, der hat irgendwie gecrittet und hab's nicht gesehen, weil Tauros kann ja diese Fähigkeit haben. Zack. Okay, das hätte schon deutlich mehr Schaden gemacht eben, aber so nicht. Also Tauros kann ja Kurzschluss haben als Fähigkeit, womit sein Angriff einfach auf plus 6 steigt, wenn er einen Volltreffer abkriegt, und das kann ganz schön fies sein. So, jetzt bin ich auf minus 6 und ich werde niemals schneller sein als dieses Tauros, aber ist ja auch egal. Ich meine, gleich ist Tauros besiegt, dann bringt ihn alle innerhalb der Welt nichts, weil diesen Angriff überlebt es nicht. Jawohl. Danke, Papuli. Sehr, sehr gut gemacht. Level up! Für nur zwei Pokémon, die es besiegt hat, aber waren noch zwei harte Brocken. Also tendenziell, aber. Fähigkeit, Leute, Fähigkeit. Flüger. Ich bin ja nicht beim Pflanzen-Pokémon. Warum sollte ich meinen Gegner den Vorteil verschaffen? Habe ich überhaupt ein Pflanzen-Pokémon im Team? Ah, das tat gut, sagt er und guckt traurig zur Seite. Da bist du ganz schön in Schwitzen gekommen. Was? Und das Tauros schaut auch ein wenig umgänglicher rein. Tauros! Für mich sieht es auch genauso aggro aus wie vorher. Und klingt auch so. Miltank! Tauros. Ah, schon besser. Der geballte Lado von dir und Miltank hatte das Tauros dann doch nichts mehr entgegenzusetzen. Danke dir. Du bleibst die Herrin der Farben, Miltank. Hier gibt es nichts dran zu rütteln. Miltank! Dank dir kann ich jetzt endlich durchstarten mit der Pokémobilausbildung für das Tauros. Hier, ein kleines Dankeschön. Das ist alles für die Scope-Linse. Yeah, übersieht man auch gerne mal, Leute. Deswegen immer schön mit den Pokémon reden. Nicht nur, dass sie ein Items geben, manchmal triggert auch so eine Szene hier. Pokémon ist schon eine feine Sache. Davon habe ich nämlich endlich auch mal die Leute, die, was die keine Trainer sind. Das stimmt. Raw.
Das stimmt tatsächlich, ne? Man kann das ja auch nur. Man muss ja nicht unbedingt ein Trainer sein, um das nutzen zu können. So. Was möchte ich tun? Was willst du tun? Scope-Linse. Die Volltrefferquote. Papuli, du bist das Einzige, was noch nichts regelt. Natürlich habe ich Pflanze-Pokémon-Team. Ich habe meinen Starter einfach gerade eben ausgewendet. Oh, Arboretor, tut mir leid. Oh, so war das nicht gemeint. Bitte hasse uns nicht. Haben wir überhaupt ein Pflanze-Pokémon im Team und Starter, maybe? Wobei, wer weiß, ob das überhaupt funktioniert bei Flüger. Vielleicht muss das Pokémon dafür auch auf dem Boden stehen. Das habe ich nämlich gerade. Da habe ich gerade nicht wirklich drauf geachtet. Kann ja sein. Ist ja beim Grasfeld so, nicht wahr? Aber ob es davon abhängig ist, who knows? Wir werden das niemals erfahren, denn ich habe Flüger weggemacht. Außer ich lese nach, was ich nicht tun werde. Dafür interessiert mich die Attacke doch ein wenig. Ja, zu wenig. Für Wesen sind wir eigentlich robust. Robust ist auch so gefühlt das häufigste Wesen, was ich immer bekomme, wenn ich privat spiele oder generell, wenn ich einfach nur ein Playthrough mache. Robust, alles ist robust, Leute. So, darf ich jetzt das Schild lesen? Geil, Ohana Farm, Kubu Weide. Das war's wert, Leute. Wenn da absolut nichts Neues für uns stand. Oder unten ist schon wieder ein Typ bereit. Ich bin nicht sicher, ob ich mit Pampuli vorne durch das Gras hier laufen möchte. Aber hier ist jemand. So, und einen Superschutz gefunden. Ich will gar nicht wissen, wie viele Items hier durch die Lappen gegangen sind. Hallöchen, Hallöchen, Sir. Was kann ich für Sie tun? Ein Ritt auf Bissback lohnt sich immer. Es kann verborgene Items für dich finden. Ich glaube, es sollte einfach nur heißen, guck dich um, auch im Gras liegt was. Ich bin übrigens gerade super überrascht, wie, dass hier einfach kein wildes Pokémon kommt. Wo wir die ganze Zeit schon in dem Gras rumeiern. Und noch die Zygarde-Zelle. Das kann doch nicht sein, dass wir durchkommen ohne ein. Ich wollte schon sagen. Ich hätte mich fast schon beschwert hier. Wo sind meine Random Encounter, die man nicht haben möchte, weil man schon alles. Oh, Papuli! Aber ich habe schon Papuli. Alles cool. Schicke Friese übrigens, möchte ich mal anmerken. Pampuli. So, ein richtiger pampulischer Part hier, weil nur Pampuli. Oh, ich bin auf Tauschspiel, das wollte ich jetzt gar nicht. Kümmerst du dich gut um deine Pokémon? Ja, übrigens sehr schönes Detail auch, dass unsere Reitkleidung ebenfalls im Kampf abgebildet ist. Finde ich zwar nicht unbedingt so gut, weil mir meine unsere normale Kleidung viel besser gefällt. Aber naja, es ist halt, ist logisch, ne? Schönes Detail einfach. Noch epischer wäre es natürlich, wenn wir auf dem Taurus sitzen würden, aber das ist vielleicht etwas zu viel verlangt, weil man muss ja auch immer mal bedenken. Man muss ja auch immer bedenken, dass das System ja auch irgendwie damit klarkommen muss, diese ganzen Grafiken darzustellen. So, und hoffen wir mal, dass das gegnerische Papuli nicht Zähigkeit hat. Oh, das war ein Fehler, mein Freund. Das triggerst du gleich zweimal meine Zähigkeit. Und ich greife mit dem Step an. Und schon macht dein zweiter Angriff viel weniger Schaden und deine nächsten Angriffe werden sowieso nochmal weniger Schaden machen. Leute, ich liebe diese Fähigkeit. So cool. Oh, hast du Fähigkeit? Du hast nicht Zähigkeit. Du wirst den Kampf einfach haushoch verlieren. So, kommst du jetzt mal auf die Idee, vielleicht hier irgendwie Dampfwalze? Also ich denke mal, dieser Part, Leute, war eigentlich schon eine gute Demonstration davon, warum ich diese Fähigkeit für einen Playthrough so gut finde, weil jetzt steigt unsere Fähigkeit nochmal, unsere Verteidigung steigt nochmal weiter an. Mega cool. Abgefahren. So, Mampuli nimmt das gegnerische Mampuli raus. Und noch ein paar Erfahrungspunkte. Es reicht wohl nicht. Es reicht nicht, seine Pokémon nur zu füttern. Als Trainer muss man auch Talent fördern. Mann, diese armen Farmer, die sehen immer total niedergeschmettert aus, wenn man sie besiegt. Das tut mir ja schon richtig leid. So, liegt ja noch irgendwo was? Stimmt, oder? Stimmt, aber hab ich wieder ein Pampuli gehört, Leute. Okay. Ah, wahrscheinlich da hinten in den kleinen Zaun drin. Der überhaupt nicht praktisch natürlich ist, wenn man da einfach nur züchten möchte. Hust, hust. Ja, ja, Leute, wir sind ja nämlich gleich beim Hort, beim Poké-Hort. Überlebst du den Dampfwalze? Garantiert überlebst du den Dampfwalze. Weil dann kann ich dich einfangen und ein neues Pokémon für den Pokédex hinzufügen. Oh. Gut. Ich habe gleich ein bisschen Pampuli unterschätzt oder Yorkleff ein bisschen überschätzt, war noch 3 Level höher. Dann immer, okay. Kann ja mal passieren. Pudel geil. Pokémon-Ort. Hier werden Pokémon-Eier gefunden. Genau, wie schon gesagt, hier ist. Nein, ich wollte nicht darauf. Ne, genau. Dieser kleine Ort, Leute. Wenn ihr Pokémon-Eier züchtet, ich sag nur. Oh Gott, wenn man den Trainer nicht bekämpft, das ist total lustig. Nee, aber hier war trotzdem irgendwo noch ein Item. Hä?
Willst du mich natzen? Warte mal. Also doch. Aha. Ein ovaler Stein sogar. Ich dachte schon, bin ich jetzt vollkommen bekloppt hier. Hallöchen. Megatata! Oh, nice one. Das vergesse ich irgendwie jedes Mal. Danke für die Heilung. Willkommen im Pokémon-Hort. Trainer können ja Pokémon bei uns ab in Pflege geben. In letzter Zeit kommt es auch immer wieder vor, dass wir in dem Pokémon-Hort unsere Obhut ein Ei finden. Seltsam, findest du nicht? Ja, seltsam. Hast du nicht ganz aufgepasst in Biologie früher, oder? Wenn du uns deinem Pokémon anvertrauen möchtest, dann sprich drin einfach mit meiner Schwester. Ja, Leute, ich würde aber sagen, das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Im Pokémon-Hort, hier kann man Pokémon züchten. Das werden wir natürlich jetzt hier in dem Let's Play nicht wirklich benutzen. Aber hey, wer unsere Streams verfolgt von Regi und mir, der wird uns bestimmt schon das ein oder andere Mal damit zugesehen haben, wie wir dort in dem Zaun in den Terrain, um Eier auszubrüten. Sehr, sehr gut. Leute, das war's für heute mit Pokémon Sonne. Bis dahin. Alola.